Spannung pur um 20 Uhr. Der Ausgleich nach Sätzen lag für das Allgäu-Team zum Greifen nahe. Hanna Kovarova mit der Chance auf den Punkt. Der erste Satzgewinn seit 2 Spielen war damit unter Dach und Fach. 1:1 in einem ordentlichen Bundesligaspiel, geprägt von Kampf und Abstiegsangst. Die Freude währte aber nicht lange. Zu Beginn des dritten Satzes ging es ruckzuck und das Allgäu-Team lag schon mit 1:5 in Rückstand. Trainer Roppel reagierte und nahm eine Auszeit. Die half allerdings nicht viel. 1:8 hieß es kurz darauf für die Gäste aus Erfurt. Kurzen Prozess machten die dann in der Folge, wie in dieser Szene, zum zwischenzeitlichen 11:21. Die logische Konsequenz, Erfurt spielte souverän und brachte den dritten Satz mit 25:11 nach Hause. Sonthofen hingegen verunsichert und mit zahlreichen Leichtsinnsfehlern. Zu Beginn des nächsten Durchgangs präsentierten sich die Allgäuer Mädels wieder etwas stabiler. Bis zum Stand von 11:11 sah es gar nicht so schlecht aus. Die Erfurterinnen ließen sich die Butter dennoch nicht mehr vom Brot nehmen. Punkt um Punkt landete jetzt auf dem Konto der Mannschaft aus Thüringen. 14:20 der Zwischenstand. Für das Allgäu-Team gab es dann auch leider nichts mehr zu holen. Mit 16:25 verloren sie auch den vierten Satz. Damit war die 13. Niederlage in Folge perfekt. Trainer Roppel war nahezu sprachlos, da halfen auch die lobenden Worte des Gästetrainers nicht weiter. Es ist nicht so gelaufen, so wie wir uns vorgenommen haben. Ja, da fehlen momentan Worte, da bin noch im Spiel. Also wir sind ja schon dem Ziel heute angereist, die Punkte mitzunehmen. Die sind bitter wichtig für uns, für den Klassenerhalt, dass es hier nochmal sehr, sehr spannend geworden ist. Damit hatte ich so eigentlich auch gerechnet, weil Sonthofen auch eine Mannschaft ist, die heute hier auch die Chance noch mal nutzen wollte, um zu gewinnen. Es war eigentlich ein Spiel, was sehr, sehr eng war. Am Ende haben wir glücklich 3-1 hier gewonnen und darüber sind wir sehr froh. Wir müssen einfach weiter jetzt schauen. Wir haben jetzt nichts zu verlieren, weil theoretisch ist alles möglich, aber schauen wir mal. Während Erfurt feiert, kann dem Allgäu-Team Sonthofen beim Blick auf die Tabelle nur noch ein Wunder helfen. Vorsichtshalber sollte wohl schon für die zweite Liga geplant werden.